3, 2, 1, Test. 1, 2, 3, Test, Test. 1, 2, Test, Test. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. Ich kann Ihnen, also wunderschönen guten Abend erstmal. Hallo mir selbst, hallo Loki, hallo Volker, hallo Sascha, hallo Paul, hallo Clemens, hallo Marion. Genau, und hallo Scream Elements und hallo Serienfan. Und hallo Lord und hallo Kuchen. Und auch von mir ein Hallo. Warte mal, ich parke das Ding mal kurz um, das ist vielleicht einfacher. Besitzer C. Kuchen. Ja, im Moment noch, weil er am... Moment. Moment, ganz kurz, bitte. 4. Puh. Sind die Stützen eingefahren oder ausgefahren? Ich sehe das gerade nicht. Aus. Ja. Achso, die Stützen. So, jetzt gucken wir mal. So, und jetzt ist... Habe ich dann das letzte Mal geträumt, dass das der Besitzer... Nein, Besitzer Darth Curse. Ich bin jetzt auch mal hier hingegangen und habe mal alle Ownership auf Michael übertragen. Ja, das kann sein, weil er vorher am Grid hing, Lord. Dass deswegen Kuchen angezeigt wurde. Von Trollyfell. Ich meine, transfizieren zu mich mit Hund. Genau. Den anderen kannst du dir denn ja nehmen, wenn du möchtest, oder Kuchen, je nachdem, wer gerne. Den habe ich auch gerade komplett übertragen, weil ich glaube, der hat auch so eine gemischte. Ach so, okay. So. Ja, ich kann ihn denn ja irgendjemand anderem wieder zurück übertragen. Wenn wir ihn brauchen, ja. Ich werde jetzt erstmal meine Tanks voll machen und dann erstmal Blatin besorgen. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Hallo Seelenfan. Platin? Platin, Gold, Kobalt, Silber, Magnesium. Gold? Ich habe doch Gold gerade erst besorgt. Ja, also jetzt akut nicht, aber haben ist besser als brauchen, wenn du weißt, was ich meine. Gut, also was zuerst? Achso, ich muss sowieso erstmal gucken. Ich habe nämlich die düstere Befürchtung, dass das Ding wieder voll gekotzt ist mit irgendwelcher Scheiße. Genau, ist es auch. Okay. Dann entkotzisiere es. Ja, ich muss ganz kurz. Wie entkotzisiert man denn etwas? Indem man einfach alles nimmt, was da ist. Wir sind mir jetzt massenweise, dadurch, dass der am Grid hing, wir müssten eventuell mal einen Sorter an die Tankstelle, wo müsste irgendwie ein Sorter mal dazwischen geknallt werden, Kuchen. Dass der nicht dass der nicht vollgekotzt wird mit Zeug. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Large Cargo, da können wir was reinkippen. Large Cargo 2. Warte mal, ich lande die Hütte mal. Wie geht's im Chat? Hattet ihr denn eine ruhige und angenehme Woche? Bis jetzt? Die 2, 3 Tage? Denke. Ja, aber doch mal fragen, oder? Ja, natürlich. Fragen ist grundsätzlich immer eine nicht total. Höflich und nett und freundlich und so. Ja. Falls ihr jetzt irgendwie Hundegeheul hört oder kreischende Kinder oder sowas, ich halte A keine Geiseln und ich verprügel B auch nicht meinen Hund, aber die da oben drehen gerade irgendwie frei. So, jetzt funktioniert bei mir auch der Bot wieder. Sorry, Serienfan. Aber kann noch nicht. Die Kinder da oben haben irgendwie, ja, wie gesagt, die drehen gerade frei. Die Eltern haben aufgegeben. Ja, so könnte man das auch sagen. Hallo, liebe General. Hallo, General. So. Ich habe mich heute mal wieder über mein Lieblingspaket. Welchen von den vielen? DPD. Ah, ja, die sind. Die sind besonders inkompetent, ja. Das hängt ja immer vom Fahrer ab, muss man ja ehrlich sagen, aber nee. DPD glänzt, ja, ich glaube schon gebannt. Allgemein für Eimer. Also ich hatte ja letztens schon das Problem, dass die einfach mein Haus nicht gefunden haben, weil es ist ja so ein Hochhaus, ist halt klein, das übersieht man leicht. Ja, verständlich, absolut verständlich. So, habe ich mich entsprechend an den Versender verwandt, weil man kann bei DPD nicht mehr anrufen und seine Sendung umleiten. Das geht nicht. Als Empfänger hat man einfach keine Rechte bei denen, was ja schon mal für ein Arsch ist.
Die haben das. Ich weiß auch nicht, was du erwartest. Du kriegst den Scheiß doch nur. Ja, ich würde ihn aber auch ganz gern bekommen. Ja, nee, komm. Nee, das ist schon wieder zu viel verlangt. Das ist, du setzt da völlig falsche Prioritäten irgendwie. Nee, aber das war insofern schon, war ich schon so ein bisschen angefressen. Ja. Naja. Effektiv hat das bedeutet, ich habe mich beim Versender verwandt, in dem Fall Amazon. Die haben sich auch mehrfach bei mir entschuldigt. Mhm. Und mir trotzdem keinen Gutschein geschickt, aber egal. Naja, das lag dann halt bei Amazon und das lag dann bei Amazon und ist dann zurück zu Amazon. Trotz Adressänderung und hier und da und tralala. Okay. Ja, da lobe ich mir hier unseren. Also wir haben hier. Kann ich gar nicht oft genug berichten, weil das ist einfach nur zu geil. Wir haben ja einen Concierge. Mhm. Ihr habt einen Concierge. Wir haben einen Concierge in der Wohnanlage und der ist so Gold wert. Ja, ich bin immer noch neidisch, ja. Das ist echt, also man zahlt da, ich zahle da zwar für jeden Monat, auch nicht unbedingt wenig, aber der ist, ich möchte das nicht mehr missen. Alleine, weil der. Das ist ja nicht nur einer, es sind drei insgesamt. Die nehmen ja Pakete an und das ist so ein Luxus. Oh, hallo Stefan. Ja, das hätte ich auch gerne. Das ist so ein absoluter Luxus, da einfach jemanden zu haben, der immer einfach da nur rumsitzt und dessen Job ist eigentlich, ist Pakete anzunehmen. Und dem man, wenn man in Urlaub geht, auch mal den Wohnungsschlüssel in die Hand drücken kann und der auch Blumen gießt. Also man sollte gehässige Stimmen haben, irgendwann mal behauptet, deren Job ist es eigentlich, Mutti zu spielen. Nein, irgendjemand hat mal behauptet, ihr eigentlicher Job ist es, drum zu sitzen und Fernsehen zu gucken, aber... Ja. Das ist wirklich schon gehässig. Also ein Concierge ist jetzt nicht unbedingt ein Job, der leicht ist, finde ich. Also bei richtig, also richtige Concierge haben es schon. Nee, das ist so einer, so einer, der mir, so wie ein Concierge zum Verlieben. Wir kennen diesen schönen Film alle, ja? Mit, ja. So ein Brocken. Ja, so ein Concierge ist es nicht. Schade. Aber es ist halt irgendwie, der sitzt da, die sitzen da und nehmen Pakete an. Das ist eigentlich, ja. Ja, so einen könnte ich auch gebrauchen. Ich warte mich zur Zeit auf ein Paket, das dürfte jetzt in den nächsten paar Tagen kommen. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Na, das schönste Geschenk, was die mir dann machen konnten, ist, ich habe heute dann eine Mail bekommen von einem Kickstarter. Ja. Wo ich mich gefragt hatte, sag mal, der Kickstarter ist schon so lange vorbei. Sag mal, wo ist denn eigentlich mein Paket? Mhm. Wie ich erfahren habe, seit 4 Monaten bei meinem Nachbarn. Angeblich. Oh. Cool. Ich weiß bloß nicht, ob es der Tote ist oder der Senile. Jetzt wird's aber gruselig. Der Tote oder der Senile? Genau. Das habe ich mir auch gedacht. So, wie jetzt. Was hattest du denn bestellt, wenn man fragen darf? Bei. Der Tote oder der Senile? Naja. Es ist ein bisschen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, was hattest du denn jetzt bestellt? Was hast du denn bestellt? Ich warte seit 4 Monaten auf 2 Makerphones. 2 was? Makerphone. Das ist so Bildio und Mobiltelefon. Ach also so. Kein Smartphone. Ach so, ja, jetzt, ja. Mhm. Ja, ich, okay. Mhm. Ich hab Megatrons verstanden. Nee, ich, Wer wartet auf Megatrons? Ja, wer wartet da nicht drauf? Megatron, also... Was willst du mit Decepticons? Genau. Was willst du mit dem Decepticon? Sprich? Das sind irgendwelche Handys. Im Prinzip ja. Nur, dass du den hier gerade selber zusammenlötest. Wortwörtlich. Okay. Also nichts für mich, also... Rechner, am Rechner sowas zusammen basteln selber ist ja alles ganz okay, aber selber löten, da habe ich 3 3 linke Daumen. Die falschen Finger, so.
Ich habe das nie gelernt, wirklich. Also das, wir haben irgendwann mal vor gefühlten 1000 Jahren im Werkunterricht in der 5. Klasse oder so mit Lötkolben Frühstücksbrettchen verbrannt. Und haben da schöne Sachen für Mutti und Papa draufgeschrieben. Und das war so, meine Eltern übrigens bis heute haben die Dinger. Und das war so meine erste und letzte Begegnung mit Lötkolben. Mit Lötkolben. Und danach habe ich mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun gehabt. Großartig. Ja, und ist bisher auch nicht großartig vermisst. Nee, wenn man es nicht braucht, dann ist es ja auch. Also ich bin bisher ganz gut ohne ausgekommen in meinem Leben. Ja, ich habe so, an sowas ja Spaß insofern. Nee, dann ist ja. Ja, gut, direkt an der Festplatte so rumlöten würde ich es nicht. Hallo Epelius, hallo Italien, wunderschönen guten Abend. Wenn man es kann, auch so. Ach so, jetzt haben wir das Weir Small Grid. Ist der eigentlich schon flugfähig, der Genosse? Oder fehlt ihm noch. Wer jetzt? Na hier, der zweite. Der Generator ist fertig, dem fehlt nur Uran. Okay. Lord, wenn du eh schon mal oben bist, kannst du auch gleich nochmal fix Uran mitbringen. Nee, ich mache jetzt erstmal nur Platin. Okay. Ich lüfte mich mit Platin vor und dann gehe ich nochmal hoch und hol Uran. Weil dann können wir nämlich kannst du deinen zweiten an die Borg dir A in Besitz nehmen und B befüllen, wenn du möchtest. Uiuiui. Ist er denn, du möchtest nicht, dann nicht. So, das ist an die Borg. Borg. Wir sind die Borg. Ja, jetzt geht das wieder los. An die Borg 2. So. Ja, an die Borg 2. Da ist er. Unser kleiner Scheißer. So. Und er ist jetzt leer. Er wiegt jetzt nur noch 204 Tonnen. Das heißt, er hat eine Nutzlast von etwa 400 Tonnen. Grob über den Daumen. Da können wir doch mitarbeiten. Eine Weile. Ja. So, dann wollen wir mal. Ab jetzt. Natürlich ist wieder das doofe Problem mit den scheiß Fahrwerken. Landing Gear 1 und 2 entriegeln. So. Neun. Gut. Kennst du auch die amtliche Version des Borgspruches? Die wienerische amtliche und so weiter. Ja, ich habe das heute irgendwie alles gelesen. Interessant. Was man da, wenn man einfach nur mit Wir sind die Borg. Ich hatte einfach nach dem Borgspruch gesucht und wenn du danach suchst, was da für Scheiße teilweise bei rauskommt. Ja. Ja. Für die sie kennen, der Originalspruch der Borg ist ja: Wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Und da gibt es eine Seite. Wir werden die biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Genau. Und da gibt es beispielsweise. Was ich persönlich mit am lustigsten finde, Wien amtlich, das heißt dann unsere Identität, indem Sie bitte den beigefügten Ausdruck aus den Personalstandsbüchern. Gegen die Assimilierung in unser Kollektiv ist nach dem ABGB 666 Absatz 3-4 kein Rechtsmittel zulässig. Wir bitten Verständnis. Genau. So, wir haben Gold, 5 Kilometer. Ich gehe da mal erstmal Gold holen, ne? Ja. Bei Gold war ich nämlich schon mal heimlich. Da kennst du den Weg. Da habe ich schon mal angebohrt. Achso, und Lord, wenn du deinen eigenen Andy Borg 3 dann in Betrieb genommen hast, vergiss nicht, ihn auszuladen. Der ist nämlich auch vollgekotzt mit bis zum Rand mit irgendwelcher Scheiße. Okay. Nee, glaube nicht, weil der war doch gar nicht Teil des Grids. Achso, der ist noch nicht Teil des Grids, okay. Na nee, gut, also sobald du ihn dann anschließt, um die Batterien zu laden, wird er dann vollgekotzt. Ist er denn Kuchenbaut vorhanden? Ach, du hast schon Sorter an die. Ich hab das schon. Ich war schon. Docking. Dings da und so. Ich hab ja, gut, die Batterien laden sich ja über den durch den Generator ja auch auf, ne? Ja, aber. Was den. Damit die Batterien sich über den Generator aufladen, muss in dem Generator erstmal was drin sein. Und im jetzigen Zustand ist in dem Generator nichts drin. Genau. Das
Im Moment ist er im Pre-Fall-Modus quasi. Naja, cool, ja, gleich mal. Ich bring jetzt also, er hat ein bisschen. Irgendwas fehlt hier, aber. Warte mal ganz kurz. Was sollte das hier eigentlich mal sein? Die Fahrwerke. Achso, ne, die nehmen wir mal weg. Okay. Hatte ich hier nicht ursprünglich auch mal Scheinwerfer drauf? Ja, habe ich die. So, also wie man sieht, da unten habe ich schon mal angebohrt. Und Paul, das Problem bei Fallout ist, ich habe es jetzt dienstags einmal gebracht. Ich habe nicht nur eigentlich, ich habe keinen Slot dafür frei. Ich weiß nicht, wann ich es bringen soll. Von der Woche habe ich noch geheult, von wegen, es sind ja keine Spiele da, man sieht ja überhaupt nicht. Ja, alles total doof und jetzt habe ich irgendwie zu viel von allem. Ja, wenn du überlegst, wir haben Donnerstag haben wir Space Engineering, Mittwoch haben wir Forest. Genau. Montag hast du GTA 5? Nee, damit sind wir ja fertig geworden. Aber montags ist ja. Montags wollte ich Outer Wilds bringen. Outer Wilds, ab. Und wie lange dafür brauchst du es ja auch noch nicht, ne? Nee. Du findest in keinem einzigen Spieletest dazu irgendwie eine Angabe der Spielzeit, dass du es irgendwie ungefähr schätzen könntest. Und ich habe jetzt zwischen, ist ganz kurz und dauert nur 20 Stunden bis. Warte mal. Ah, ich wusste doch, ich habe Licht. Dauert ganz kurz, sind bloß 20 Stunden du machst dich da tot, habe ich so ziemlich alles. Genau, also montags haben wir jetzt. Montags Outer Worlds. Ich brauche zwischendurch auch noch mal einen freien Tag. Unverständlicherweise. Ja. Ja. Mittwochs ist The Forest erst einmal. Donnerstags ist Spacken Engineers. Freitags ist immer noch Satisfactory. Obwohl da theoretisch ein Ende absehbar ist, aber halt eben auch nicht jetzt sofort. Bald, aber nicht jetzt. Genau, bald, aber nicht jetzt. In Sonnabend ist geht Control los. Und da werden wir auch mal mindestens 50 Stunden mit beschäftigt sein. Und dass wir jetzt überhaupt mal ein, zwei Tage Freizeit wollen, das darf uns keiner übernehmen. Ja, ich weiß, dass es absolut unverschämt ist, einfach so Freizeit zu wollen. Hm. Schon so ein bisschen egoistisch. Hm. Und viel Spaß und bis später, Eve. Eve geht nämlich jetzt zur Nachtschicht. Viel Spaß, Eve. Dann angenehme Nachtschicht. Nachtschicht im Homeoffice. Wie, hat er die Maschine jetzt doch nach Hause geschleift, oder? Weil, hab ich mir vorgeschlagen, aber... Ja, eben. Also, daran erinnere ich mich auch noch. Also, an den Vorschlag. Mhm. Der ist doch wieder heil. Ja, wie gesagt, es ist halt eben so, wenn du jeden Tag streamst und sieben Tage die Woche... geht auf Dauer nicht. Mal eine Woche, wenn man sowieso gerade Urlaub hat oder mal fünf Tage frei sind, ist das durchaus mal okay. Einmal, aber das soll kein Dauerzustand werden. Mhm. Vor allen Dingen, weil das ja eigentlich auch ein Hobby sein soll und nicht eine zweite Arbeit. Und selbst zu meiner Arbeit gehe ich nicht sieben Tage die Woche. Also Platin habe ich jetzt mal was reingebracht. Sag mal, müsste ich nicht eigentlich schon... Warte mal ganz kurz, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Müsste ich nicht schon längst... Natürlich, guck mal, ich habe schon mich da durchgebohrt. Ich habe mich gerade gewundert, warum immer noch kein Gold da ist, obwohl ich schon 50 Meter tief bin. Da habe ich wohl genau den Rand der Lagerstätte erwischt. Oh. Nicht schlecht. Geht so. Also meine Begeisterung kann ich mir zurückhalten. So, damit ihr auch mal seht, wie das Ding von außen aussieht, wenn er sich runter bewegt. Ach, Max, aus! Hör auf damit! Oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt... Hm? Max, hör auf damit! Lass das! So ist brav. So, also der gräbt sich hier eigentlich relativ fix durch. Ich weiß...
Weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber... Also von meiner Position aus nicht so? Nein, ich meinte jetzt aus dem... Achso. Eventuell unter Umständen möglicherweise. Vielleicht guckt ja irgendeiner der Zuschauer hier auch den Stream und hat nicht nur den Chat an. Das hoffe ich bei mir auch jedes Mal. So, und jetzt sieht man rechts. Hoffentlich. Das klingt gute so. Nacht, Kaffeemaschine. Das klingt so resigniert. Bei dir. Herr Lord. Och, na ja. Och, na ja. Na gut. Wer den Chat benutzt beim Lord, muss auch gucken. Genau. Ganz einfach. Genau, alles andere ist unhöflich, böse und gemein und... Stinkt nach Pippi. Das auch. So, VV. VV ist übrigens ein Ausdruck aus der Buchhaltung und steht für die Verrechnung von Verbindlichkeiten. Und das klingt wiederum nach Mathe. Naja, Buchhaltung allgemein hat durchaus ab und zu Ähnlichkeiten. Mathematische Aspekte. Ja, könnte man genauso ausdrücken. Es gibt gewisse Eigenschaften von Buchhaltung, die mit Mathe durchaus deckungsgleich sein könnten. So, wir haben jetzt 323, also wir haben knappe 100 Tonnen Gold geladen, Golderz. Theoretisch, praktisch wahrscheinlich sind das 99 Tonnen Stein und eine Tonne Gold. Aber auch nur, wenn wir Glück haben. Ja, das ist hier, in der Lagerstätte war ich ja schon mal. Die ist, naja, wie alle Goldlagerstätten, eher nicht so total riesig. Um es mal so auszudrücken. Das ist bei Gold ja aber allgemein immer so, dass da... Micha meinte nur gerade eben, wer im Chat aktiv ist, sollte ja auch die Nettigkeit besitzen, ab und zu mal in den Stream reinzugucken. Nicht nur den Chat, ja. Bei Stefan und achso, hi Stefan erstmal übrigens. Ich würde sagen, ja, Stefan und Serie sind ja üblicherweise eher bei dir als bei mir, wenn weil sie bei dir ja A gucken und B lästern und gambeln C. Und lästern, ja. Und C gambeln können. Bei mir kann man ja auch gambeln, aber das Ergebnis ist ja eher unbefriedigend auf Dauer. Das ist halt ein anderes Ergebnis. Naja, ich habe die steuerlich relevante Variante. Mhm. Kennt der Lord das eigentlich schon, mein Gambeln? Nein. Ich kassiere alles ein. Ach so. Bei mir, wieder gut machen. Bei mir verliert der Spieler immer. Das ist zumindest konsequent. So. Was, lange Haare, dann Glatze, langer und langer Bart. Achso, am 4. machen die Friseure wieder auf? Seit wann? Die sind doch davon ausgenommen. Wie, wovon ausgenommen? Schulen sollen doch wieder so. Schulen? Ja, ich wollte sagen, Schulen und so weiter. Also ich weiß, bei uns jedenfalls ist, sie fangen mit dem Unterricht wieder an. Aber zumindest wollen sie es versuchen. Quasi. Ja, und irgendwie Geschäfte mit mehr als 472, aber weniger als 800 Quadratmetern, die in einem Eckgebäude wohnen und dessen Inhaber Dieter heißen, die dürfen auch wieder anfangen. Das ist nicht von mir, das ist vom Postillon von heute. Ja, wie war das noch? Es dürfen, glaube ich, alle wieder ein bisschen so tun, als wären sie Geschäftsleute, die halt nicht an den Kunden rumfingern. Mhm. 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Und da sind Friseure, glaube ich, deswegen ausgenommen, weil die halt zu dicht am Kunden dran sind. Außer sie kriegen das hin mit Scheren oder Messerweitwurf, die Haare zu schneiden. Ja, also ich habe irgendwie 35.000 Stein oder 35.000 Gold, so grob über den Daumen bringe ich mit, der Rest ist leider Stein. Ärgerlich, aber das... Ich ziehe jetzt so eine Brückchenspur hinter mir her. Mhm. Ich bin ja ehrlich gesagt gespannt, ob der Lord dann mit seinem Andi klarkommt. Aber er fliegt sich wirklich besser als er, jetzt wo er mir gehört, fliegt er sich besser als am... Okay. Als ich den Testflug gemacht habe. Weil da war das Ding echt unter aller Sau. Okay. Nicht drüber nachdenken, Lord. Gehorcht dir das Schiff auf allen dem, was du sagst, aber sie fliegen irgendwie, habe ich den Eindruck, die Gyroskope mögen es nicht, wenn du ein Schiff fliegst, was nicht dir gehört. Schon mal gut zu wissen. Auch wenn mein Gesicht gerade was anderes sagt. Mhm. Ja, das ist halt so. Das ist halt Space Engine. Achso, ich parke den mal kurz außerhalb. Schönen guten Abend, Volker. Hallo, Volker. So, ich parke den mal ganz kurz außerhalb. Ja, wir haben dich schon beim ersten Mal verstanden. Ich versuche das gerade meinem Andi gerade beizubringen. Achso, dafür können wir ja nichts, wenn der taub ist. Naja, der flog einfach stumpf weiter. Und ich hole mir mal kurz ein Glas, damit ich mir was zu trinken eingießen kann. Bis gleich. Tut er wieder so, als wäre es unsere Schuld, wa? Den anderen. Geht er in die Küche und lästert bei seiner Kaffeemaschine bei uns ab. Ja, gut, irgendwas ist halt immer. Oder beschwert sich bei seinen Obst im Kühlschrank, das geht ja auch. Ja, die Wurst, die weiß nachher Bescheid. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, einer von euch, du brauchst gerade ab, oder? Nein, ich kotze gerade Stein aus. Das macht Andi von sich aus. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich hier versuche, Uran abzubauen, wenn der ständig das Uran verschwindet. Ja, nee, das ist Moment, einen Augenblick. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Kotze ausschalten kann. Kurz. Wie heißen die auf Deutsch denn eigentlich? Auf Nicht-Deutsch? Ejector. Ejektoren? Okay. Aus. Die Ejektoren kotzen nicht mehr. Glatze und langer Bart sieht doch aus wie... Wie heißt der hier? Minas? Wie heißt der aus Flash? Ming. Ja. Imperator Ming aus Flash Gordon. Ach nee, das, ja doch, Glatze und langer Bart. Genau, Ming. Und wo wir gerade dabei waren, hier mit von wegen, irgendwo macht das einer mit Axt. In Schweden gibt es irgendwie so einen verrückten Friseur, der auch wirklich Friseurmeister ist, so richtig, mit allem drin und dran. Der frisiert dich mit einer Axt. Aber ich glaube, der rasiert nur. Ich glaube, der schneidet nicht die Haare. Ja gut, solange er nicht damit wirft, ist glaube ich, alles im grünen Bereich. Also da hätte ich dann weniger... Also es gibt ja die verrücktesten und beklopptesten Friseure, die auch mit was sie alles nutzen, um Haare zu schneiden. Ich habe einen gesehen, der benutzt einen Revolver. Okay. Um Haare zu machen. Gut, dann gucken wir mal. Aber ich habe so gute 50 Tonnen, würde ich mal sagen, habe ich mittlerweile schon wieder abgeworfen an Stein. Also bevor ich das nicht mehr durfte, weil der Lord was dagegen hat. Ja gut, warum hast du das Stein nicht einfach in den Dings gehauen, in die Maschine? Mache ich ja jetzt, aber normalerweise verstopft uns das immer die Maschinen recht schnell und unelegant. Grundsätzlich ja, aber... Hast du da einen Sorter rangehängt jetzt? Wo hängt denn der Sorter jetzt? An der Dockingstelle sehe ich immer noch keinen. Der hängt zwischen Dings und Bums. Hä? Unter dem... er hängt unten. Du hast einen für alle, für die ganze Andockstelle genommen. Ja. Okili-dokili. Das war jetzt natürlich für Wissen in dem Fall.
Gut, schweben ohne aktivierten Jetpack ist tatsächlich schwer, dieses Spiel. Nicht unmöglich, aber schwierig. Zumindest auf Planeten. Weiter oben geht's dann wieder. Wer randaliert? Muss ja nicht gleich so randalieren, also. Das war mal recht daran. Das war schon so. Hätte ich jetzt. So, und andocken, ja. Und andocken, und andocken. Und. Glatz und langer Bart, mein Look von vor ein paar Jahren. Ja, das stimmt. Ich habe ja dabei langen Bart und Glatze getragen. Ist ja nicht schlimm. Ich habe mich letztes Jahr auch nicht rasiert, aber. Der Look, das, den Look fand ich sehr episch, aber. Ich bin doppelt auf den Michael Kuchen. Dann gib mir eine Sekunde, das kann man natürlich ändern. Also ich fand den Gimli-Look eigentlich ganz nett bei dir. Ja? Bei Kuchen. Achso, beim Kuchen, nicht bei mir. Das finde ich. So. Gut, ein Gimli-Look würde bei mir nicht funktionieren, ich bin zu groß da. Ja, du musst dann der Trick dabei ist einfach fett sein und dann geht. fällt das nicht so auf. Ich glaube, in der Hinsicht unterscheiden wir uns alle nicht sonderlich voneinander. Nee. Ich habe auch eine Wohlstandswampe, wie man so schön sagt. Sag mal so, eine Wohlstandswampe. Genau. So, ich muss jetzt mal mitbossen. Max, lass das aus. Energiekritik. Okay, es könnte schwierig werden, die Landung diesmal. Sie könnte diesmal ein bisschen schmerzhafter werden. Mhm. Hauptsache, du landest in der Nähe der Station, damit der Bui deine Leiche aufsammeln kann. Genau, das ist wichtig. Der Rest ist egal. Mhm. Eckversuch. So. Jetzt brauche ich auch nicht mehr kotzen, ne? Weil. Ach, da hast du den. Ja, ich sehe. Also ich bin auf dem Rückweg, du kannst jetzt quasi wieder kotzen. Ja, nee, bringt jetzt aber nichts mehr, weil ich schon in einem Flussbereich von den Buis bin. Das wird nur ein Dauergekotze, weil das, was ich hier auskotze, sammelt der Bui ja sofort wieder ein. Wir gucken mal. Aber er müsste. Was ist denn nun los? Oh, ich hasse das, wenn. Die Triebwerke sind nur so semipermeabel. Kinder, ihr habt gerade ein neues Wort gelernt. Das Golderz zieht er nicht aus den Containern, Kuchen. Ziehen tut er ja gar nichts, weil. Warum nicht? Achso, okay, dann mache ich das mal kurz. Einen Augenblick bitte. Das Erz kann er ja herausziehen. Also wir brauchen eine Whitelist und zwar Ohr, Erz und da alles bitte. So, der pumpt jetzt alles Erz, was am Konnektor hängt, sollte er jetzt eigentlich abziehen. Hey, no energy. Ja, bis auf die, bis auf irgendwie zwei Small Conveyor Sorter. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier noch Sorter drin habe, aber. Ja, ein Health ist low, ich weiß. Ich habe es gemerkt. Aber du bist trotzdem gelandet, erfolgreich. Nee, ich falle noch. Ach so. Bin gerade gestorben. Aber ich war auf 30 Kilometern zur Basis entfernt. Sollte also funktionieren. Okay. Du fällst jetzt quasi von der Basis runter, oder? Nein, ich falle gerade auf. Also mein Inventar fällt gerade auf die Basis zu. Mhm. Ich stehe quasi schon hier unten, um meinen Body aufzufangen. Das ist doch schön. Nicht so, du stehst unten, um deine eigene Leiche aufzufangen. Genau. Gut, aber wir können den Kotzer erstmal wieder anschalten. Okay, mal gucken, ob ich gut gezielt habe. Ach so, das waren die was in den Injektor, was im Sorter zum Injektor noch feststellte. Was kommt denn da angeflogen? Ist das der fliegende? Ja. Der fliegende Erdsensor. Der fliegende Erdsensor, okay. Sehr schick.
Sehr dekorativ auf jeden Fall. Ich weiß, achso, zum Aufladen, das Kopplungsgerät. Ja. Ja, doch, sehr schick. Was? Ja. Lass uns teilhaben. Ja, mein Body fällt immer noch. Ist er durch den Planeten durchgefallen? Ja. Okay. Und fällt. Der bleibt dann aber irgendwo stehen. Jetzt ist es auf 8000, also auf 9 Kilometer. Okay. Und unterm Planeten. Ja? Ja oder nein? Ist er... Er fällt noch auf, er ist jetzt schon bei 13 Kilometern unterhalb der Erde, also... Hm? Fällt immer noch. Moment. Mit Fell? Ja. 16 Kilometer. Ja, Moment. Ich glaube, ich bin der Vierte, ne? War ich nicht der Vierte? Fünfte, Vierte, ne? Ich bin der Vierte. Entschuldigung, General. Oh, es wird langsamer. Jetzt wird es wieder schneller. Ja. Das Problem ist, ich sehe es nicht mal. Oh, jetzt. Ja? Nee, es fällt immer noch. Jetzt sind nur die Schritte größer geworden. Ja. 22 Kilometer. Warnerz. Na toll, geil, toll. Och, fuck, ey. Ach, jetzt bin ich auch verreckt. Naja. Ich habe ja gerade Platin geholt, da muss ich aber das Equipment neu bauen und nochmal Uran holen. Passiert halt mal. Wo ist denn mein Backpack jetzt? Deins? Schon auf 30 Kilometer runter. Ja, die Frage ist eher, wo meins ist. Body Location. Okay, Moment. So, jetzt machen wir erstmal hier. Das an. Dann kann mich das andere nochmal. Entity List. Gesundheit. Characters, Sekundendaten, nein, das wollte ich nicht. Floating Objects. Backpack 1. Backpack 2. 1,7 Meter. Teleport hier. Spieler Controller. Und hier das Ding fängt jetzt wieder an zu fallen. Gut, da war nicht viel drin, aber in meinem Backpack, aber ne? Trotzdem, ich bestehe auf meinem. Oh, Max, kannst du mal bitte aufhören? Hör einfach auf. Floating Object. So, dein. Dein Backpack ist irgendwie entfernt. Ja, das war schon anzunehmen. Ja, der ist weg. Also ich guck gerade noch mal. Man sieht aber nichts mehr. Ich bringe noch mal ein bisschen Uranerz mit.
So, das war jetzt der, Entschuldigung, das war jetzt der Bescheißer-Modus, der sich eigentlich nicht gehört. Rapsit hier mal. Biggest Grits. Ach so. Was? Ach, nix. Was war denn jetzt eigentlich das Problem? Wer sagt, dass wir... Nein, Kuchen hatte irgendwie ein... Ach so. Nee, ich konnte nur was nicht setzen. Das hat mich kurz irritiert und dann habe ich rausgefunden, warum mich das irritiert. Und was konntest du nicht setzen? Einen Block. Ging nicht. Ja, welchen? Einen, der im Weg war. Aha, okay. Hat der Lord denn das neue, schöne, designte Raumschiff schon mal bewundert? In natürlich. Nein. Konnte er noch. Max, komm. Zisch ab da jetzt. Es ist ja gerade erst. Ja. Was braucht. Ich habe jetzt Gold. So. Weißt du, was das ist, Lord? Ein Raumschiff würde ich mal bauen. Also, nee, das ist kein Raumschiff. Das hat nur Orbitale drin. Ein Erdscanner, behaupte ich jetzt mal. Oh mein Gott, wie konntest du das einfach so erkennen? An diesem großen Erzscanner-Teil, was ich hier irgendwo gesehen habe und weil ihr es erwähnt habt. Ich wollte gerade sagen, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt. Insofern war das jetzt nicht so schlimm, wenn er nur zugehört hat. Aber ja, er hätte doch mal seine Deduktionsfähigkeit so hervorragend unter Beweis stellen können. Ja. So, ich habe jetzt noch... Ja, komm. Meteorsturm. Also findest du es nicht wundervoll, dass ich euch sogar zuhöre? Doch, das war ja der Aufmerksamkeitstest gerade. Ja, das ist so. Und ich bin der Meinung, also fast sicher, unter Umständen habe ich ihn möglicherweise vielleicht bestanden. Ja. Vielleicht. Möglicherweise. Bohrer und... Lord, für dich ist, das, also wir haben jetzt einmal noch Werkzeug, ist gleich. Ich weiß. Okay. Ja, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, nicht, dass es später wieder... Und ich hatte Gold auch besorgt, das ist, glaube ich, schon verarbeitet mittlerweile. Also wenn ein gewisser jemand nicht so blöd gewesen wäre, frühzeitig loszufliegen, dann wäre er ja auch nicht im Sturz auf zum Planeten gekauft gegangen. Ja. Und dann wäre das Ganze ja gar nicht notwendig gewesen. Ja. Tja. Ich möchte jetzt hier keinen angucken. Ja. Weil ich habe kein Spiegel zur Hand. Ja. So. Was brauchen wir denn als nächstes? Eis. Eis? Okay. Das kann ich. Aber das kann der Lord auch, weil der Lord hat dafür eine extra... Ja, die wollte ich heute fertig bauen. Okay, darf ich trotzdem deinen See ein bisschen ankratzen? Nein. Mein See. Oh Gott. Okay. Danke. So, haben wir Batterien? Nee. 2 Stunden Flugzeit. So. An die Borg assimiliert in der Zwischenzeit ein bisschen. Ich geh mal gucken, Eis müsste ja relativ fix gehen, ne? Du kannst Eis ist doch drin. Also die Dinger sind voll, die Generatoren mit Eis. Kuchen hat gesagt, wir brauchen Eis. Immer, wir brauchen immer Eis. Vanille oder Schoko? Oder Erdbeer? Erdbeer. Nee, Erdbeer finde ich doof. Aber ich nicht. Erdbeer. Pistazieneis finde ich lecker. Oh ja, das ist ja lecker. Pistazieneis. Ich muss dazu sagen, ich habe es erst einmal probiert, als ich das bei einem dummen Scherz bei Bud Spencer und Terence gehört habe, nach Pizzerien Eis. Dann wurde ich das unbedingt mal probieren und ich muss sagen, es schmeckt saumäßig. Ja. Okay. Gurke, Zitrone schmeckt auch saulecker. Erwartet man gar nicht, aber es
irgendwie. Ja, wir hatten irgendwie auch so eine Eismanufaktur mal bei uns im Golfclub und die hat da auch so ganz wirre Sorten zusammen gemischt. Ja. Teilweise sind die echt. Da waren wirklich geile Sachen dabei, aber es ist halt. Was? Ich habe irgendwas verpasst hier im Chat bei mir. Das sind Drachenbaden? Was? Achso. Ach nein, das sind die Ockmarks! Und nicht schon wieder! Ach, Hund. Nein, die reden nebenbei, weil sie das bei mir nicht dürfen, reden sie jetzt bei dir über den anderen dicken, bärtigen Typen aus. Ja, du hast Kuchenstöhnen zurecht. Ach, Drachenlord. Oder wie? Genau. Naja. Der Typ hat ja mit Content so viel am Hut wie ich und die. Und das ist noch höflich ausgedrückt. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass das zumindest bei mir im Chat darüber nicht. Dass darüber reden eher unerwünscht ist, muss man höflich ausdrücken. Ja. Okay, das ist jetzt dumm gelaufen. Was ist jetzt dumm gelaufen? Ich habe die Kolben abmontiert und sie sind in Flammen aufgegangen, beziehungsweise in Explosionen. Welche Kolben? Die unten im Loch. Ach so, okay. Haben wir jetzt größere Löcher als vorher? Nee, die sind hauptsächlich ins Loch gefallen. Also. Ach so, okay. Das ist ein bisschen ausgebeult, aber da ist jetzt. Was für Fragen, damit ich ja manchmal stellen kann? Was? Oh. Berechtigte Frage. Hier ist Tod und Zerstörung, also. Da muss man nochmal gucken, was da Phase ist und so. Tut auch weh. Parmesan. Parmesan-Eis, naja. Achso, ja. Könnte ja auch sein. Stolz drauf. Ich weiß, es gibt Käsepop neuerdings irgendwie. Käsepop aus? Die sind lecker. Also, die ist mir von der Käse. Käse. Genau. Dann ist so der fette Maus aus Chip und Chap. Ja. Samson ist ja, glaube ich. Samson, genau. Und spaßigerweise ist das auch mein Spitzname. Dicke fette Maus? Ja, das auch. Sehr spaßig. So, ich habe jetzt ein großes, dickes Loch gemacht. Und wir tragen. Was hatten wir, wo wir gerade bei dicken, großen Loch sind. 20, 40, 80, 120. Welche Abmessung hatten wir uns nochmal für den Tunnel überlegt? War das 4x7? Ja, 4x7 wäre 2 hoch und ja, doch, ginge. Klingt gut. Ja, ich denke, das ist genug Eis, oder? Ach komm, wir nehmen noch mal einmal. Minga, wunderschönen guten Abend. Wir gucken mal. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer. Was? Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer? General meint gerade, die Wahrscheinlichkeit, die Diät macht, ist größer als das der Content. Das hat General gesagt. Das ist. Die Leute gucken dich ja nicht, um dir beim Diätmachen zuzugucken. Richtig. Gut, sie gucken auch nicht zu, damit ich überhaupt nicht fetter werde, aber. Das war ja nicht. Bidim, bim. Minga gehen. Schönen guten Abend. Sag mal, nimmt das hier auch mal zu, oder? Wo wir gerade beim Fett werden, wann? Nee, ich pumpe hier massenweise Eis rein, aber irgendwie wird's nicht. Mehr. Hä?
Soll ich bin auf 57 Energie runter, wenn ich bin gerade erst angekommen. Kannst du mal sehen. Mensch. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Braucht 30. Guck mal, Energie, wie tief ich schon mal reingebohrt habe und der. Hä? Ist das vielleicht noch in den Drills? Nee, es ist. Warte mal, wir machen den mal aus. Guck mal, wie tief ich da schon runter bin. Also. Ich sollte vielleicht die eventuell doch anmachen, sonst rutscht der mir weg. Aber das Gewicht nimmt nicht zu. Wir gucken mal kurz. 42,2. Ist er voll? Ja, nein. Es sind immer hier 9K drin. Der kann nicht voll sein. Die Drills sind ja auch nicht nach einem K voll. Ich hab's jetzt nicht so schnell im Stream gesehen, insofern. Warte. Konsole Injektor. Conveyor. Doch, du hast recht, der ist voll. Bin schwer entsetzt. Mhm. Aber eigentlich müsste doch in den Connector. Naja, gut, egal. Aber doch, der ist voll. Ist alles so leicht? Scheint ja so zu sein. Wir haben ja bloß jetzt 280 Tonnen oder so. Hm. Ich nix. Nee, also was haben sie da mit dem Eis geändert? Weil ich bin der Meinung, das war früher deutlich schwerer und so. Hm. Na gut. Dann machen wir uns mal auf dem Rückweg. Ja, jetzt fliegt sich das Ding natürlich wieder in den Sack Schrauben. Mit 96% Stromauslastung. Das nenne ich mal gut gezeist, oder? Ja, würden ja jetzt pauschal auch nicht mehr Dinge reinpassen, so, ne? Was? Nein, aber dass naja, er genau also auf 96% rangeht, das meinte ich eigentlich mit gut gezeist. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr gut, das stimmt. So, hallo Lars, wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Lars. So, wir steigen noch ein bisschen und dann fahren wir mal. Ja, Max, ich weiß. Jetzt trifft bei dem Gewicht driftet er natürlich ohne Ende, ne? Ich bin ja gespannt, wie der Lord sich damit anstellt. Ich glaube, der Lord ist enttäuscht. Ja, aber auch nur, weil ich wahrscheinlich direkt beim Starten umkippe und explodiere. Da rechnen wir doch ja, alle mit. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Eigentlich nicht. Das Ding ist eigentlich recht schwer gepanzert. Also mit Umkippen und sofort explodieren ist nicht. Nee. Eigentlich. Du kennst doch, du weißt doch, wie ich fliege. Ich schaff das. Nee. Och, Max. Lass den Schreibtisch heil. Tobt der Hund marodierend um den Schreibtisch rum, oder wie? Nee, er liegt unterm Schreibtisch und ist irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden und dreht sich hier dauernd um und dreht sich dann nochmal um und dann nochmal um und geht wieder raus und wieder rein und dann dreht er sich noch fünfmal um und rammelt dabei mit diversen Körperteilen gegen diverse andere Körperteile von mir und dem Schreibtisch. Und das ist diese lauten Geräusche wie eben gerade. Zu hören waren. Eventuell. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie weit sind wir denn eigentlich weg? Wir sind 3 Kilometer weg und das Ding hat einen Bremsweg von 1 Kilometer mindestens. Dann kannst du ja noch 2 fliegen, bevor du bremsen musst. MT, einen wunderschönen guten Abend. Hallo MT. Ach so, habe ich eigentlich meinen letzten Bosskampf schon wieder verloren, bestimmt, ne? Da war wieder irgendein anderer, der mich beklaut hat. Ist zumindest nicht auszuschließen. Bei dem Gewicht, was der geladen hat, fliegt er wie ein Kleiderschrank, das ist richtig. Aber dafür kann er ordentlich Gewicht laden, im Gegensatz zu anderen Baumaschinen, die
nicht so effizient sind, ja. Und aber fairerweise muss man sagen, wenn es schon so aussieht wie ein Kleiderschrank, dann sollte er auch so fliegen. Ja. Ist zumindest adäquat. Mhm. Muss ich mal gucken, wie ich die Hütte wieder. Also der fliegt jetzt, wie gesagt, mit. Psst, der Mann, das hast du da nicht rein, Mist. Naja, hat er gecheatet, alles. Nein, ich hab nicht gecheatet. Ja, kann er doch, das haben wir doch dann alle jetzt noch mittlerweile. Ich hab den auch schon geholt, ich hab ihn wieder verzockt, ist ja okay, aber das Verzocken an sich, das stört mich nicht. Das, was mich an diesem Bot stört, ist, dass der, wenn dann gewonnen wird, nicht alle gewinnen, sondern das immer so den Anschein macht, als ob die Leute alle mit deiner Kohle abhauen. Umso mehr Leute bei den Bosskämpfen teilnehmen, umso höher ist die Chance, dass auch mehr gewinnen. Naja, aber ja, trotzdem, ich finde das Prinzip, dass dann immer nur zwei oder drei, also eigentlich immer nur Serien-Stefan gewinnt, gefühlt. Okay, General, dann wünsche ich dir gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht. General. Tschüss. Den Niedlichkeitsschlaf, okay. So, dann gucken wir mal, wie sehr sind wir denn. Wir sind abgedriftet, okay. Ja, das klingt plausibel, so von wegen Tarnung und so. Das ist schon blau. Was? Ja, der Niedlichkeitsschlaf. Ja. Der hängt aber auch schon ganz schön durch. Das? Wer hängt durch? Der Apparat hier aus. Ich guck gleich mal. 12 Kolben. Ja. Der wird, glaube ich, auch spontan explodieren. Ich habe mal irgendwie, da hat mal einer. Hast du das Video mal gesehen? Da hat irgendjemand so 2000 oder 3000 Kolben aneinander gehängt und die dann alle synchron ausgefahren. Ja, das ist eine Einladung für Lord Klang. Also wenn das gleiche Video ist, dann haben die sich, glaube ich, großflächig über das gesamte Gebiet verteilt, ne? Und sind dann halt in der Gegend rumgeflogen. Also so richtig rumgeflogen. Mhm. Nicht so hoch runter, sondern Schleifen. Überall halt. Alles. Überall, ja. No fuel. Wie no fuel? Mach mir keine Angst jetzt. Er hat mich gerade vollgemault mit No Fuel. Hm. Soll doch schon schief gehen. Ja, ich bin angedockt, also. Das funktioniert schon. So, dann gehen wir mal ganz kurz gucken, was da unten so los ist. Dedim. Mhm. Und ich will den Lord mit dem Ding fliegen sehen. Nur deswegen haben wir zwei davon gebaut. Meh. Ja. Ja, ich. Oh, irgendjemand hat den geheimen. Ach nee, doch, da ist er. Übrigens, wie ihr seht, also für die Leute, die im Stream zum allerersten Mal zugucken, wir haben mittlerweile den oberen Tunnel zumindest schon mal ein bisschen verkleidet. Damit es zumindest so aussieht, als ob das nicht hier so eine einzige riesengroße Baustelle ist, sondern dass hier theoretisch auch Leute wohnen könnten. Und ich habe einen schwarz-gelben Gefahrenwarnstreifen angebracht, bevor es hier 300 Meter senkrecht in die Tiefe geht. Das war auf jeden Fall taktisch klug. Mit diverse irre Vorsprüngen. So, dann gucken wir mal uns das 12-Kolben-Ungetüm an, was irgendwie nicht da... Ich sehe kein 12-Kolben-Ungetüm. Mhm. Ach, dieses 12-Kolben-Ungetüm meinst du? Okay. Mhm. Ach du Scheiße. Ja, der hängt aber... Also durchhängen ist gar kein Ausdruck. Dann müssen wir den ja nochmal manuell nachbohren später. Ja, ich überlege mir gerade schon einen... Du stabilisierst ihn mit anderem Kolben? Ja, erstmal so ein bisschen hochdrücken. Ah ja. Und dann lang rutschen lassen. Wo ist denn der
Schritte. Loki, der CW-Wert ist in diesem Spiel zum Glück völlig irrelevant. Der CW-Wert, der Luftwiderstandswert. Oder was meinst du jetzt? Ja? Mhm, was? Nee, ich hab. Wo ist denn der, den ihr gebaut habt? Den dritten? Nee, wir haben zwei gebauten. Ach, zwei habt ihr gebaut. Einer hängt hinten zum Aufladen dran, mit dem war ich gerade unterwegs. Das ist meiner, den mir vorhin übertragen ist. Und dann hängt vorne noch einer dran. Der muss aber erstmal mit Uran bestückt werden. Ja, ich habe ja gerade Uran geholt. Gut. Warte mal, dann schmeißen wir ihn mal, bevor du ihn. Uran kannst du ja verweigern. Dann ist das Kuchensalz. Ach nee, warte, Moment. Zugriff verweigert? Ach, jetzt ist das alles meins, oder was? Ah ja, jetzt ist das meins. Okay. Share Block mit meiner Fraktion teilen. Gut. Das ist jetzt deiner und. Achso, der ist ja noch nicht komplett. Gut, dann transferieren wir den jetzt zum Lord. Das ist deiner. Es wäre nett, wenn du den kurz mal scheren könntest mit der Fraktion. Das ist jetzt deiner. Also, wenn du denn. Möchte. Mit meiner Fraktion teilen. Genau. Okay. So, dann. Oh, interessant, wie sich immer kurz dein. An. Okay. Ja, denn. Setz dich mal an Steuer und ich flex dich ab. Jo, warte. Hier ist alles. Hier sind noch einige Sachen im Zugriff gesperrt. Die sind auf deinen. Okay, warte, denn. Ja, dann probiere ich. Warte, denn. Moment. Transferiere zu. Ja. Ship fuel low. So, dann müsstest du jetzt nochmal scheren, bitte. Ich habe dir jetzt einfach alles gegeben, was da ist. Wo ist denn der Lügenerator? Large Reaktor. Müsste das Ding heißen. Ja, wieso sehe ich den nicht? Da. Jo. Das ist too low. So, ja, weil die Batterien nicht aufgeladen sind. Achso. Schmeiß mal die Triebwerke an. Mit 4 kannst du die Triebwerke anmachen. Beziehungsweise überzeuge dich erstmal, ob sie an sind. Aber sie sind, glaube ich, an, ne? Ja, sie drehen. Okay, soll ich dich abflexen? Ja. Okay. Dann flexen wir jetzt. Die Triebwerke sind nicht an. Ja, aber die gehen auch nicht an. Also. Die schalten sich nicht ein. Die waren doch aber an, die drehen, die haben sich doch gedreht. Was? Ja, die sind doch an. Aua, jetzt bin ich auch noch tot. Wieso lacht Kuchen jetzt? Ich bin scheiße. Ich sehe gerade im Stream. Den Absturz gerade, ja. Mhm. Ja. Und ich glaube, Andi wäre da zum Liegen gekommen, hättest du ihn nicht nochmal beschleunigt. Mit deiner Leiche. Wieso, Andi liegt doch da noch? Ja, nee, aber vorher schon. Wo ist denn mein. Achso, das ist nur meine Leiche. Meine Body Location ist noch 100 Meter weiter unten. Okay, also Andi sieht aber noch gut aus, eigentlich. Also. Der funkt ein bisschen, aber ansonsten ist der. Also, erstmal waren noch nicht mal alle Thruster waren noch nicht mal unter 4i gespannt. Es sollten sogar aber. Nur ein paar. Nee, es waren nur ein paar eingespannt. Ah, und Micha hat dann genau die geguckt, die funktioniert haben. Praktischerweise. Ja, der geht aber noch, der ist noch gut. Da ist ein Triebwerk abgerissen und mehr ist mehr.
Der Rest ist okay. Nicht in Triebwerken. Ein Fahrwerk ist abgerissen, der Rest ist okay. Also du müsstest den wieder theoretisch anschalten können. Na dann. Ich sehe nix. Ich war nochmal Außenansicht. Ja, du liegst ja auch auf dem Gesicht sozusagen. Ja, wir waren nochmal Außenansicht. V. Und dann im Zweifel drehen. Jetzt gucke ich aber selber nochmal. Wieso sind bei dir? Wie heißt denn die Gruppe? Atmos. 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 Okay. Und die sind alle. Ich weiß warum. Na? An meinem Schiff gibt es auch eine Gruppe, die so heißt. Da ist er wahrscheinlich durcheinander gekommen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Nee, aber war ja an deinem Grid überhaupt nicht dran, ne? Nee, aber mein Grid ist ja connected gewesen und. Ja, aber wir waren doch noch gar nicht connected. Ah, ja, dann macht das natürlich keinen Sinn, was ich habe. Wir standen doch nur mit dem Fahrwerk oben auf dem Ding rum und haben weiter gar nichts gemacht. Hm? Ja, wahrscheinlich wäre es eher sinnvoller gewesen, wenn das Ding vorher auch eingeschaltet gewesen wäre. Gesamte Teil. Hä? Der war aus. Okay. Da kann ich die Atmos ein- und ausschalten, wie ich will. Ja, dann kannst du ja jetzt einschalten und. Also so viel kaputt gegangen. Ja? Ganz vorsichtig aufrichten. Versuch gerade rauszufinden, mit welcher. Welche Richtung ich steuern muss. Drück mal bitte erstmal. Drück einmal bitte die 9. Das die 9. Okay, danke. Dann fährt nämlich das Fahrwerk ein. Und jetzt, du liegst auf dem Gesicht. Das heißt, du müsstest die Maus nach hinten ziehen beim S-Taste. Hallo Herr oder Frau M. Leiser, wunderschönen guten Tag. Ja, und Maus nach hinten ziehen dabei. Genau. Nee, nach vorne. Nach vorne? Okay. Nach vorne. Okay. Ja, funktioniert aber. Du richtest ihn jetzt langsam auf. Okay. Weiter, weiter, weiter. Sieht aber gut aus. Ja, er steht. Du könntest jetzt theoretisch. Siehst du, war doch ganz einfach. Siehst du, hat einen 800 Meter Sturz überlebt, das Ding. Relativ. Unbeschädigt. Zwei, drei Dinge sind wahrscheinlich abgerissen, wie es aussieht. Ja, du kannst ja. Ein Fahrwerk und ein Fahrwerk. Ein Fahrwerk habe ich gesehen, ist abgerissen gewesen. Ja. Am besten, ihr kennt euch ja mit dem Ding besser aus. Guckt ihr dann am besten mal durch, was fehlt. Oder was kaputt ist. Oh shit. Oh shit. Oh. Ich glaube, oben fehlen. Ja, oben sieht es ein bisschen leer aus. Die sind oben ein paar Atmos abhanden gekommen. Und dir ist ein Dings abhanden gekommen. Ein. Genau, stell dich da einfach irgendwo hin. Der repariert dann erstmal. Wie repariert. Marco, hallo Marco. Ich meine, ich könnte mich ja hier auch mit dranhängen. Ja, ja, dafür ist der ja, genau dafür ist der ja gebaut worden. An der Seite auch welche? Nee, ich hab nur hinten. Was? Nee, du hast nur hinten den einen. Die an der Seite, das sind Auswerfer. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Was ist die eigentlich abhanden gekommen? Ich glaube. Die zwei Batterien oberhalb. Die sind da. Ein Triebwerk. Ein Haupttriebwerk. Ein senkrechtes ist die abhanden gekommen. Und zwei waagerechte, die oben drin stecken. Und ein Container, habe ich gesehen, fehlt dir. Ja. Mhm. Ja, ein großer Container fehlt dir, ein Fahrwerk fehlt dir. Eins. Die Triebwerke da drin, das sieht immer so leer aus, ne? Batterien. Nee, Batterien sind da. Die Antenne in der Mitte. Ja, das sieht da auch so ähnlich aus. 1, 2, 3, links. Schönen guten Abend, Marco.
1, 2, 3 links, die sind da, ja. Hier fehlt auf jeden Fall ein Thruster. Drei Thruster fehlen. Oben fehlen zwei. Und direkt neben dir, neben dem Cockpit fehlt einer. Und ganz hinten und eine fehlt Kiste, ne? Und die große Kiste fehlt. Ja, das war's. Mehr eigentlich. Upsi. Für einen 800 Meter Absturz? Nicht schlecht. Aber das Ding gut durchgehalten, ne? Das habe ich bisher noch nicht getestet. Ja, wird ja mal Zeit dann. Ja. Die Scheinwerfer, kann sein, dass dir die Scheinwerfer... Ach ja, die Scheinwerfer sind dir, die Außenscheinwerfer sind dir abhanden gekommen. Zwei Stück. Die das Grabelicht sozusagen. Gut, ich will mal kurz abgehauen. Gleich okay. Von unten sieht er auch gut aus, ja. Ach so, der eine Kolben ist jetzt komplett abgerissen. Na gut, okay, den können wir... Ach nee, da ist er. Okay, also ein Fahrwerk fehlt dir. Ja, das können wir alles fix nachbauen. Ja, eine Person muss ich da brauchen. Das Grabeslicht, genau. Ja, das ist... Eigentlich nicht der Elchtest, das ist mehr der Crashtest, was er gerade überlebt hat. Okay, so, wir brauchen Atmos. Dann setze ich jetzt erstmal... Kann ich denn Atmos setzen? Stahlplatten brauche ich dafür. Ja, Stahlplatten. Ach doch, ich habe Stahlplatten. Wir müssen dann nur die Gruppe einmal neu zuweisen. Das müsstest du machen, wenn du abgedockt bist. Jo. Atmo 1. Ist richtig gesetzt? Sieht richtig aus. Jetzt habe ich keine Stahlplatten mehr. Oder? So. Ach, ich hatte keine Stahlplatten mehr, das ist das Problem, siehst du? Und Loki, natürlich ist es ein Borg. Das ist halt kein Borg-Würfel, das ist ein Borg-Quader. Wir sind fortschrittliche Borg. Ne? War nicht richtig. Wie, war nicht richtig? Hab ich die Kiste gesetzt, war nicht richtig. Ach so, okay. So, jetzt müssen wir da noch einen... Da noch einen reinsetzen. Und zwar genau dahin. So, das sollte eigentlich dann auch passen. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Da sieht auch alles gut aus. Der Senkrechte, die sind auch da. Die sind da. Der ist da. Der ist da. Also die inneren, die nicht irgendwie rausragen, die Thruster, die sind alle... Die sehen alle gut aus. Dann können wir dir jetzt noch zwei Scheinwerferchen hier ranhängen. Ach nee, da ist ja der Scheinwerfer. Mutig. Ja. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Wo sind die Crash-Test-Dummies? Na, Kuchen war doch gerade der Crash-Test-Dummy. Nein, ich war gerade der Crash-Test-Dummy. Nicht Kuchen. Der Lord war gerade Crash-Test-Dummy. Es fühlte sich sehr, sehr crashig an. Aber du hast es überlebt, im Gegensatz zu mir. Das ist wohl wahr, ja. So, und wir brauchen noch ein Fahrwerk. Auf die Schnelle. Das klatschen wir nämlich da oben. Kriegen wir das dazwischen geklatscht, ohne uns umzubringen? Das mag er wahrscheinlich aber nicht, wenn ich ihm genau da ins... Oder? Nee. Wird mag er nicht. Ach so, es ist keine Plattform mehr vorne dran. Kuchen? Kuchen ist gerade einer rauchen. Stimmt. Wie hat man auf die Kolben nochmal eine neue Plattform oben drauf gesetzt? Wir sind die Borg. Borg ist schon die Mehrzahl. Richtig. Beziehungsweise gibt es keine Einzahl bei Borg. Und eigentlich heißt es auch nur Borg und nicht die Borg. Wir sind die Borg. Nein, wir sind die Borg. In der deutschen Übersetzung sagt er, wir sind die Borg. Ja, aber ursprünglich hieß es, wir sind Borg. Wir sind Borg. Gelockt lassen, Zugriff verweigert, was? Fahrwerk, achso, die Fahrwerk. Ja, das ist jetzt wieder der übliche...
Bug. Kolben. Kolben. Wir brauchen einen weißen. Oh, jetzt welcher ist ein. Scheiße. Das ist mir ein bisschen doof. Warte, ich mach das mal anders. Müsste mir hier anzeigen, welcher von den Dingern kaputt ist. Wobei man ja auch sagen kann, dass kollektiv die Mehrzahl von Borg ist. Jetzt werden wir aber kleinkariert. Ja, aber ganz klein. So. Der Fluss hat der Lö. Was? Schalalö? Wie bringt man an den Kolben nochmal eine neue Platte an? Eine neue Kopfplatte? Du gehst in den Kolben, sagst Ed. Pistenhead. Okay, wie gehe ich in den kleinen Kolben rein, wenn ich ihn nicht finde? Dann wird es schwierig. Mhm. Danke, übrigens ist der. Danke für diesen Hinweis, für diesen unglaublich wichtigen. Es ist nämlich so, dass. Nee, doch, stimmt, oder? Oder doch nicht? Moment. Ich glaube, der ist falsch rum. Ja, der war definitiv falsch rum. Atmo. Atmo. Was reißt der Lord da schon wieder ab? Nichts. Okay, er war doch richtig rum. Bloß der Bauplan sieht irgendwie komisch aus. Du hast den ganzen Kolben einfach abgerissen und baust einen neuen hin. Warum es umständlich machen? Ich meine, die Kuppen muss ich ja sowieso neu machen. In Picard? Spoiler. Ja, die Gruppen musst du neu machen. Ach nichts, ich wollte gerade aus Versehen einen Spoiler der Serie Picard rausspucken, aber ich habe mich. Primal, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mich dann noch. War Primal noch nicht da? Hi Primal. Stimmt, nee, Primal war noch nicht da. Hi Primal. So. Also die Thematik, ich wollte gerade fragen, was wolltest du denn spoilern? Ja, genau. Das ist die richtige Frage. So. Schein. Zugriff verweigert. Oh, das musst du dann alles wieder machen. Scheiße. Was geht's? Naja, es ist jetzt wieder, weil wenn Scheinwerfer 5 und 6, könntest du theoretisch noch auf 150 Meter aufbohren. Ich darf das aber nicht, weil bei mir der Zugriff verweigert ist. Das ist wieder dieses übliche. Erst nach dem Server Restart, so nach dem Motto. Wieso sieht das eigentlich bei mir so? Kö. Schein. Gyroskop und. Ach, du klatschst jetzt noch Gyroskope dazu, okay. Du bist ja eigentlich genug Platz für Gyroskope, ja. Wieso hab ich da? Erstaunlicherweise ist es jetzt bei mir auch schon wieder. Achso, jetzt ist es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der andere. Wieso hab ich eigentlich da keine Gyroskope gesetzt? Naja. War das nicht auch in Star Trek Voyager mit hier Vija oder wie er hieß? Das waren noch diese Kinder, die vom Borg-Kollektiv getrennt waren. Das war in Voyager. Nee, nicht Vija. Ja, nicht Vija. Vija war auch Star Trek, aber wesentlich früher. Ja, sehr viel früher. Icheb. Ja. Hieß du ihn nicht. Genau. Icheb war einer von 5 Kinderdrohnen, die einen Computervirus überlebt haben. Genau, irgendwie so ähnlich jedenfalls. Leute, leider keine 2 Geräte frei, macht nichts, alles okay. Hi, Primal. So. Ja, wenn er dann fertig ist, dann könnten wir ja dann. Ach, du siehst ja. Ja, es fehlen wieder nur die Motoren, ne? Okay.
Nee, die Motoren sind alle fertig. Du musst dann nur noch mal abdocken. Ja. Ich würde vorschlagen, mit ausgefahrenem Fahrwerk diesmal. Ja. Damit er sich gleich unten wieder hinstellt, wenn du, du weißt und so. Damit er gleich einrastet. Und nicht noch mal ausrasten kann. Genau. C. Moment. Nee, ein Fahrwerk ist ja schon unten, das reicht normalerweise aus. Ich hatte bloß wegen der... Wie nennt man diesen Fachbegriff? Jetzt fährst du es ein. Den anderen Kolben hast du ja neu gesetzt, da musst du dann die Gruppe für die Fahrwerke einmal neu setzen. Die Kolben. Ach, jetzt weiß ich, was diese andere doofe Gruppe war. Mhm. Didim, 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 dim, bam, bam. Schubidilu. Du die. Was spielt Iba heute eigentlich? Final Fantasy. Ah, glaube ich. War das nicht schon fertig? Wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, ja, ganz offensichtlich, sonst würde sie es ja nicht spielen. Genau. Mhm. Okay. Fahrwerk ist draußen. Oder unten, je nachdem, wie man das sieht. Ja, Vija war der im ersten Star Trek-Film, der die. Meines Erachtens einer der größten Fehler, den man bei Star Trek gemacht hat. Der erste Star Trek-Film. Ich fand den gar nicht so schlecht, nur ein bisschen sehr psychedelisch. Also, die haben irgendwie. Ein bisschen viel. Der war halt. Der war sehr psychisch. Wir haben halt was probiert. Und leider nicht. Also interessanterweise hat Star Trek es tatsächlich bei dem Film geschafft, bei jeder geraden Zahl einen Affen geilen Film hinzukriegen und bei jeder ungeraden Zahl einen bekloppten, beschissenen. Meines Erachtens. Abgesehen. Der erste Film war, das war mit der Witcher-Sonde, war nicht so toll. Dann kam der Zorn des Khan. Genau. Der war legendär. Auf jeden Fall. Dann kam auf der Suche nach Mr. Spock. Der war so, da war die Handlung einfach nur ein bisschen dünn. Das war, sehr dünne, ja. Und dann kam das mit den Wahlen. Genau, Zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit, auch ein Top-Film. Ja. Der ist schön, ja. Dann kam Am Rande des Universums. Der war wieder so ein bisschen... Da hat Shatner selbst Regie geführt. Das war ja der Fehler. Und dann kam, was war der sechste Teil nochmal? Das unentdeckte Land. Die Legende eigentlich. Ich persönlich sage, der zweitbeste Star Trek-Film überhaupt. Mhm. Ja. Gut, der siebte Teil, muss ich sagen. Der war eigentlich gut. Der war eigentlich ganz gut. Da haben sie dann mal geschafft, bei einer ungeraden Zahl einen guten Film zu machen. Treffen der Generation. Mhm. Dann mein absoluter Lieblings-Star Trek-Film. Acht ist unbestritten der beste von allen. Der erste Kontakt. Mhm. Star Trek 8. Allein schon, weil ich ein Riesenfan der Borg bin. Mhm. Dann kam... Borg klingt schwedisch. Borg, genau. dann kam der Aufstand. Der war... So lala. Ja. Und dann als zehntes kam... Nemesis. Da sind sie von ihrer Regel dann abgewichen mit guten Filmen und Geraden. Ja. Vielleicht geht es mit der Geraden ja auch mehr so nach der Quersumme immer. Gut, das kann auch sein. Ja, Nemesis war so lala, aber man hat gemerkt, dass sie da unbedingt einen Schlussstrich setzen wollten und aufhören wollten. Ja. So. Aber um Schlussstrich und aufhören, ich höre mal ganz kurz auf, die Schlussstriche zu ziehen und die mal ganz kurz AFK. Okay, bis gleich. Irgendwas ist hier gerade explodiert. Ja. Das habe ich bis hier oben gehört übrigens. Ja, ein Kolben hat sich zerlegt. Lass mich raten, der erste, ganz am Anfang. Nee, mittendrin. Okay. Aber ich habe auch nicht alle auf einmal ausgefahren, sondern eigentlich extra peu à peu. Ich will mir kurz das Loch angucken, was du da hinterlassen hast. Siehst du schon das Tageslicht? Nee. Übrigens, weil wir das mal hatten, die Frage, also wir sind hier in einem Schacht, man könnte gehässigerweise sagen, in einem Luftschacht, auf jeden Fall funktionieren hier die Windkraftwerke. Wie heißen die Luftschächte im Bergwerk? Heißen die irgendwie Wetterschächte oder so?
Ja, Wetterschicht. Genau. Okay, wir haben aber kein großes Loch. Nee. Okay. Nee, der ist hier quasi über dem Dings abgeknickt, wie man sieht. Okay, aber du bist recht weit gekommen eigentlich, also. Ja. Ja, also er ist hier hinten drin einfach liegen geblieben, okay. Kannst du ja neu ankoppeln. Kannst du ja stumpf einfach neu ankoppeln. Wieso? Könnte ich versuchen, stimmt, ja. Batterie ranklatschen. Hier ein von unseren Lieblingen, aber gut, er geht wirklich ein bisschen schief rein, ne? Ja, das bohren wir dann so nach. Wir müssen ja eh den eigentlichen Fahrstuhltunnel, den müssen wir auch nachbohren. Weil, wie man sieht, ich habe so eine Sache vergessen, namens Inertia-Tensor zu scheren. Das wäre dann vielleicht sogar noch gegangen. Also, und zwar sieht man das hier oben, das Loch da oben, das ist genau in der Station gegangen. Genau im Grid der Station. Und man sieht aber, dass dadurch, dass wir mehr oder weniger freihand gebohrt sind, wir ein bisschen aus der Flucht gekommen sind. Das müssen wir halt nochmal nachbohren. Siehst du, da wollte ich bin wieder da. WB, da wollte ich nämlich eigentlich auch langsam mal anfangen, dass wir da den Fahrstuhlbohrer nochmal zum Nachbohren setzen. Was ich noch sagen wollte ist, bei den Serien sind's ja ist die Statistik ja weitaus positiv ausgefallen, ne? Die sind ja alle, im Nachhinein sind sie ja alle gut geworden. Ja. Außer Discovery. Die zählt ja auch ausdrücklich nicht zum Kanon. Ja. Das ist ja, wobei das ist Geschmackssache, denke ich. Also ich finde Discovery jetzt nicht so scheiße, ne, also. Ja. Ich sag's mal so, aus Discovery hätten sie mehr rausholen können. Die dritte Staffel soll gut werden. Abwarten. Weil da kehren sie jetzt, sie haben ja mit dem Ende der zweiten Staffel ja mehr oder weniger zu sich selber zurückgefunden, sozusagen. Und, also zum Star Trek-Universum selber zurückgefunden. Und theoretisch. Abwarten, sag ich so, in der Sicht mal. Wir gucken mal. Wir warten ab, gucken, wie die dritte Staffel wird. Es gab ja einige Hoffnungen im Vorfeld, die leider nicht erfüllt worden sind. Wie zum Beispiel, dass sie mit der dritten Staffel dann Picard einleiten. Haben einige Fans schon gehofft, dass sie so einen schönen Sprung kriegen. Ja, aber Picard hat ja selber gesagt, also hier mit Mr. Stewart, Sir Stewart, hat er gesagt, er spielt noch eine Folge, ja, eine Staffel Picard, dann fühlt er sich zu alt. Also er macht noch exakt eine Staffel Picard, dann ist diese Serie definitiv vorbei und alles andere fällt aus bei ihm. Also außer vielleicht ein Cameo oder sowas wird in Discovery eigentlich kein Picard kommen. Außer sie führen einen kompletten neuen Picard ein in Jugendlich oder so. Gut, möglich wär's. Weil bei X-Men haben sie es ja auch gemacht. Ich wollte sagen, da war doch hier dann wie heißt der doofe Typ, den ich nicht leiden kann? McElroy. Mit den vielen Haaren, die überhaupt nicht zu Picard passen. Wie heißt der? Die hat er ja verloren. Ja, aber er rennt ja trotzdem immer mit voller Haarpracht rum. Ich mag McElroy ganz einfach nicht. Ich kann mit diesem McAvoy nichts anfangen. Ich finde den irgendwie doof. Kommt darauf an, wie viel Netflix-Dollar, wie viel. Nee. Guck mal, Picard geht jetzt auf die. Also, Patrick Stewart ist 79 oder schon über 80. 79. Ja. Und er hat irgendwann mal gesagt. Also, die erste Staffel wollte er auf jeden Fall ja machen. Und da hat er die zweite Staffel davon abhängig gemacht, wie er sich fühlt und wie lange es halt eben dauert, bis die zweite Staffel genehmigt wurde. Die zweite Staffel haben sie sofort hinterhergeschoben. Er hat aber jetzt gesagt, mit der zweiten Staffel ist mit der Serie, zumindest mit ihm, definitiv Schluss. Das heißt aber nicht, dass die Serie an sich Schluss ist. Ja, aber es kann gut sein, dass sie ihn dann halt in der zweiten Staffel dann ganz allmählich in Rente schicken und sie dann einen neuen Headliner für die Serie heranzüchten. Mhm. Aber zumindest in der Hauptrolle an sich hört er mit der Serie mit Ende der zweiten Staffel auf.
Und sie hatten ja... Nee, darf ich nicht. Spoiler. Weg. Mhm. Löslich spoilern, ja. So, ich gehe da nochmal unten. Nee, eigentlich will ich... Den fliegenden Erdsensor müssen wir auch mal testen. Ja, der hat, glaube ich, noch nicht. Also, da nee, die Batterien sind zu 3/4 voll. Okay. Ja, er sagt 3/4 voll. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Mhm. Naja, also das da ist Design Made by Kuchen. Das ist Design Made by mir. Ne? Was guckst du jetzt, Lord? Achso, du... Fahrwerk? Okay. Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Welchen? Und zwar bei den... Pistons von den Andis mal irgendwie Andi davor greifen, also Andi 1 oder Andi 2. Wir können die auch einfach kurz mal abdocken. Lord hat seinen ja schon abgedockt. Mhm. Ich dock meinen dann auch eben einfach mal fix aus. Ich gebe mich mal zur Bodensee rüber. Mhm. Ich möchte ein bisschen an der Bodensee basteln. Ja, ja, ich komme mit. Na, tata. Das Schöne ist, mit dem Anibok kann ich auch endlich mal die Rohstoffe in größere Menge rüber schaffen, die ich brauche, um das Ding weiterzubauen. Du musst nur aufpassen, das sag ich dir gleich. Es macht zwar nicht großartig was aus, weil er auf den Bohrern landet, wenn du ihn fallen lässt, wenn du mit ihm runtergehst, ne? Der hat nach unten einen extremen Bremsweg. Das sollte ich mir dann wirklich merken. Weil die Atmos, gerade wenn der voll geladen ist, hat der einen ekelhaften Bremsweg nach oben, also nach unten. Also der braucht da durchaus senkrecht nach unten mal 1000 Meter, um zum Stillstand zu kommen. Also du kannst eigentlich bei allem eigentlich so 1000 Meter Bremsweg rechnen, mindestens. Es ist halt ein riesiger Klotz. Also gerade wenn du vom Geradeausflug nach unten gehst, also nach unten... Immer schön vorsichtig und sachte und nicht zu schnell werden. Okay, me. Ansonsten ja, die kenne ich, Loki. So eine sehr interessante Serie. Habe ich damals auch gesuchtet. Was? Welche Serie? Der Wolf mit dem Kind. Nee, das kenne ich nicht. Das ist ein sehr interessanter Anime. Da geht es um einen. Anime, ja, Anime ist. Nee, nicht Anime. Das ist. Es gibt es einmal als Anime, aber das heißt anders und. Kusure Okami, das ist eine Live-Action-Serie. Und dabei geht es halt um einen. So stutz hier. Bist du wohl aufhören? Wie du stürzt ab. Hä? Wieso bin ich jetzt abgestürzt? Hi Mario, wunderschönen guten Abend. Ich komme gerade hinterher. Batterie alle? Gewesen? Nee. Steht da für 4 Tage. Nee, 61 Tage sogar. Hat das überlebt? Ja. Und startet er nicht mehr. Warte, ich guck. Ich bin direkt hinter dir. Ich muss nur anhalten. Hä? Yeah. Es ist aber ein bisschen... Ey! Sag mal, ist hier irgendwie... komisches Gelände? Ich starte jetzt den Server neu.
Liegt am Server oder was? Ich weiß, ich bin an derselben Stelle eben abgestürzt. Wie du. Was? Ich lieg direkt neben dir. Aufgrund einer technischen Störung im Rechenzentrum sind wir gezwungen, einige Server herunterzufahren. Sag mir. Nitrado gerade. Okay. Interessant. Also, ich bin aber noch auf dem Server, also. Oder hast du noch nicht? Aufgrund einer technischen Störung im Rechenzentrum in Frankfurt sind wir gezwungen, einige Server herunterzufahren. Na gut, dann werde ich mal mich zurück zur Basis begeben. Wie zur Basis? Connection Problems. Ja, der Server hält gerade an. Der Server stoppt gerade. Schönen guten Abend, Sascha. Ich hoffe nur, er hat ich guck mal gerade, wo. Mhm. So, Attempt, ja. Der Server Horst hat das Spiel verlassen. Ich habe mich schon gewundert. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Ja, wie gesagt, ich bin ja kurz nach dir an derselben Stelle ja runtergefallen. Aber wirklich an derselben Stelle. Und das sah auch im Stream irgendwie nicht original aus. Nee. Aber lustig. Also bei mir hat es beim Absturz tatsächlich nur ein Board zerfetzt. Der Rest. Ich guck gerade mal ganz kurz, was es jetzt entschärft hat. Na, Mayo. Einen wunderschönen. Wünsche ich. Last Session 22:07 Uhr. Das wäre vor 3 Minuten. Das wäre noch nicht so schlimm. Ja, das wäre eine verkürzte Form, bevor ich losgeflogen bin. Hm? Das wäre, bevor du losgeflogen bist. Ne? Das ist noch im. Also auf jeden Fall vor dem Absturz. Gut, dann lasse ich den Server so stehen, ja. Gut, aber wir können jetzt auch nicht großartig was machen. Also ich würde dann jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten nochmal bei Fallout reingucken. Ja, aber da kann der Lord ja nicht mitmachen. Da kann der Lord nicht mitmachen. Wo kann der denn Lord mitmachen? Wir könnten bei Lost Oasis reingucken oder könntet ihr nicht mitmachen? Meine Conny ist dummerweise noch voll mit Medikamenten. Okay, das also. Abbrechen. Abbrechen. Ja. Wir könnten Hand anschmeißen oder kann ja der Kuchen wiederum nicht mitmachen. Genau. Können wir denn überhaupt irgendwas machen, wo wir alle drei zusammen? Ja. Space Engineering. Ich meine, rein hypothetisch könnte man natürlich halt mit der Conny rumfliegen und ich verkaufe mein Zeug halt auf verschiedenen Stationen. Das würde ja gehen. Bin ich jetzt aber nicht so begeistert von im Moment. Ja, genauso. Also auf jeden Fall Space Engineers ist hier erstmal Feierabend. Wir gucken mal, ob wir gleich noch einen Stream hinten ranhängen, so einen kurzen, einstündigen oder so, aber. Ich denke mal, wenn Nitrado jetzt, wenn die jetzt die Server runterfahren, ich denke, das dauert eine ganze Weile. Und ich habe auch so die Vermutung, ja. Von daher, also Space Engineers wird heute dann erstmal Feierabend sein und aus selben Grunde fällt dann auch Forest aus, abgesehen mal davon, dass der Kuchen auch nicht mitmachen könnte. Aber der hängt ja auch an dem Nitrado-Server mit drin. Ne? Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Na gut, ich sag erstmal hier winke winke, danke fürs Zugucken, danke für die Likes, danke für die Abos, für alle, die mitgemacht haben und so weiter und so fort und bis eventuell gleich. Das gleiche auch von mir, wie mich ja schon gerade eben so schön gesagt haben, hier erstmal Schluss mit dem Stream.